Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Wii Sports. Im letzten Mal haben wir natürlich Tennis gemacht und wir machen jetzt weiter mit Baseball, aber natürlich erst in den Trainingsvorbereitungen oder Übungen, wie auch immer, wie man es nimmt. Und ja, wir starten direkt durch mit der ersten Übung, Home Runs. Schlage den Ball aus dem Stadion. Gutes Training ist hier alles. Also achte genau auf den Ball. Ja, ich denke mal, das wird eigentlich ziemlich leicht, weil den Ball halt schlagen und dann... Ich habe nur 6 Home Runs gemacht. 907 Meter insgesamt. Ich glaube, das ist Bronze, kann das sein? Ich glaube schon. Sieht nämlich manchmal nicht so stark aus, als wäre es Bronze. Egal, wir machen das jetzt einfach. Ja, komm, okay. Der erste ist schon mal drin. LOL, Luck. Das war Luck, ist sogar ein Überflieger. Das ist sogar besser als ein Home Run. Nice. Bitte nicht ins Aus. Okay, das war knapp. Weil bei der gelben Stange, wenn da der Ball geflogen kommt, dann ist das direkt aus. Alter, richtig gut gerade. Nein. Nein. Der war schlecht. Der war richtig schlecht. Ah, schade. Alter, richtig gut gerade. Ja, der war jetzt aber wieder gut gewesen. Perfekt. Komm. Da wird auch einer. Nice. Immer so mitten ins Publikum rein, dann passt das schon. Komm, wenn ich jetzt meinen Rekord überbiete, ist das so geil. Hab ich auch schon. Geil. Aber zum Glück ist auch noch kein Ball ins Aus geflogen. Das ist auch sogar schon mal sehr gut. Ne, der jetzt dafür schon. Ja, schade. Schade. Achso, war schon vorbei. Gut. Aber ich habe meinen Rekord überboten. Finde ich cool. Und ich habe sogar... 2 Home Runs mehr geschafft. Nice. Sehr schön. So, was haben wir als nächstes? Oh, ne, Feingefühl. Oh, ne, daran kann ich mich noch daran erinnern. Das war bitter. Oh, ne. Das konnte ich überhaupt nicht. Das konnte ich überhaupt nicht. Das wird beschissen. Das wird richtig beschissen, aber gut. Schlage den Ball in die markierten Zielzonen. Wenn du diese Übung beherrschst, bist du im Nu ein Profi. Ja. Baseball bin ich nicht so der Profi. Ich krieg's wenigstens gebacken, Home Runs zu schießen. 42 Punkte und sogar Silber. Naja, mal schauen, ich gebe einfach mein Bestes. Erwartet nichts, aber wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Die Mitte geht eigentlich, würde ich mal so sagen. Oh nein. Oh, richtig schlecht. Richtig schlecht. Na, hellblau? Ja, okay. Na, der war jetzt auf jeden Fall besser. Ah, jetzt wird's beschissen. Jetzt wird's beschissen. Schlecht bis zum geht nicht mehr, ohne Witz. Ich krieg nicht mehr hin. Ich krieg nicht mehr hin. Ah, schade. Oh, nee, okay. Das ist am schlimmsten. Ja, das ist... Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Ja. Kannst du vergessen. Ich krieg das einfach nicht hin mit diesem Kram. Ja, wenigstens... ein Punkt oder so. Das ist schlecht. Ich habe gerade mal 15 Punkte oder so. Bestimmt würde ich halt mal was so sagen. Nee, 33 sogar. Na dann... Ne, mach ich direkt weiter. Mach ich direkt weiter. Non-Stop-Schlag. Ich glaube, das kann was werden. Da war ich sogar recht gut. Mit ungefähr 21 Treffern. Aber vielleicht kriege ich mehr hin. Mal schauen. Hm. Einfach nur treffen, ist ja egal. Aber der Ball darf nicht direkt ins Aus, oder? Nee, muss einfach nur ein Treffer sein. Mehr einfach nicht.
Das ist wenigstens das leichteste, was es hier je gibt. Ja, das zählt wenigstens auch noch, wie gesagt. Der Ball muss wenigstens getroffen werden. Na. Also bis jetzt läuft's. Ich warte noch auf den Fail. Der wird definitiv noch kommen. Das war ein Luck. Okay. Komm schon. Vielleicht schaffe ich sogar meinen Rekord. Sorry, dass ich das nicht sage, aber ich bin gerade übelst am Konzentrieren gerade, ey. Ja, getroffen, aber so übelst ins Ausgeschossen. Ja, scheiße. Ja, ey. Hallo, kannst du mal ordentlich werfen? Vollidiot. Ey, Arschloch. Ey, komm, ey, ein paar von diesen Bällen waren richtig kacke jetzt, ohne Witz. Aber ich habe wenigstens meinen Rekord gebrochen, aber ich bin immer noch Silber. Schade. Aber egal, machen wir das Match. So. Gibt's da irgendein Geheimnis, wenn man irgendeine Tastenkombination drückt? Ich glaube nicht, nee. Das war nur bei Tennis. Ach, Mann. Was ist denn hier bei meiner Niveauzahl? 213. Ja, okay, gut. Das ist noch machbar. Oh, Mann. Freue ich mich dann, wenn ich schon am Werfen des Balls bin. Das wird lustig. Da habe ich die CPU-Spieler richtig schön getriggert, ey. Das fand ich lustig. So, und hier ist es so, wenn man den Ball trifft und keiner davon den fängt, dann, also der Ball ist wenigstens auf dem Boden, dann ist es ein Single. Und ich habe es mir so gemerkt, bei Double, der muss hinten bei der Wand getroffen sein. Dann passt das wenigstens, ja, das ist aus, beziehungsweise auch faul, auch damit gleichzeitig auch ein Strike, das zählt auch als faul. Ja, schon wieder. Kannst du die Bälle mal richtig werfen? Der war auch kacke. Mach den Ball doch einfach nur weg, Mann, das hat es ja überhaupt nicht gelohnt, den Ball zu fangen. Ich bin gerade richtig schlecht, aber ich habe wenigstens Single. Yay! Jetzt ein Home Run. Ich will wenigstens 3 Punkte, bevor ich hier 3 auskassiere und dann das Rundenwechsel wäre nicht so geil. Na okay, aber ein Double habe ich wenigstens schon mal. Und 1 Punkt. Wenigstens. Aber es gibt ein Triple, aber den bekommt man selten und hat noch nicht mal einen Plan, wie man den bekommt. Das weiß ich selbst nicht. Habe ich keine Ahnung. Den bekomme ich sogar selten. Der war scheiße. Nee, war vorher Ball berührt. Ach, auf dem Boden halt. Ey, warum werfe ich gerade so scheiße? Was ist das für ein Scheiß? So, jetzt aber. Ey, als ob, Mann. Ja, was soll denn der Scheiß? Ja, ey. Naja, wenigstens etwas. Komm, kann ich nicht mal ein Home Run oder so mal bekommen? Ich stelle mich gerade voll dumm an, ey. Was soll denn der Kack? Ey, das kann nicht sein. Ja! Ja! Dankeschön! So, 5 Punkte. Jetzt sieht's schon viel besser aus. Jetzt sieht's schon viel besser aus. Aber ich habe gerade das Mikrofon getroffen, deswegen war das nicht so geil. Ja, genau, wenig zu früh. Was kann ich dafür, wenn der Ball so scheiße kommt? Wenn er nicht richtig werfen kann? Bin ich schlecht gerade, ne?
Wie hätte ich denn da treffen sollen? Ach du Scheiße. So. So, jetzt geht's los. Jetzt ist der Master dran. Es gibt verschiedene Arten beim Werfen. Wenn ihr auf A drückt, dann könnt ihr so ein... Oh, keine Ahnung, wie heißen die Ballarten? Hä? Ich wollte gar nicht werfen. Jo, aber wenn ihr normal die Fernbedienung halt bewegt, dann so ein Fastball. Der andere heißt irgendwie Screwball. Der andere heißt auch irgendwas mit Ball, weiß ich selbst nicht. Und der andere heißt ein Splitter. Und wie gesagt, ich zeig euch mal den Splitter, weil der ist am geilsten. Und damit fallen die meisten Leute rein. Alter, ist das Teil sensibel. Aber A und B gleichzeitig. Das finde ich geil. Und das mache ich am meisten, weil ich es lustig finde. Könntest du nicht den Ball behalten? Okay, das wollte ich. Fang den Ball. Dankeschön. So, noch ein Out, dann ist wieder ein Wechsel, das freut mich. Aber ich mache mal so einen Fastball, so ganz schnell wie möglich. Nice. Und noch einen hinterher. Und jetzt macht mal so einen Screwball oder wie das Ding auch heißt. Entweder war es A oder B. Entweder, dass der Ball halt nach links kommt oder mal nach rechts. Also du kannst schlagen, kannst du auch nicht so richtig. Du schlägst uns aus. Wunderbar, freut mich dafür. Ah, ein Screwball. Ah, okay. Das verstehe ich immer irgendwie nicht. Was hat das mit dieser Mercy-Regel zu tun? Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe gewonnen. Toll. Aber ich habe da keine Ahnung, was das zu bedeuten hat irgendwie mit dieser Mercy-Regel. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe in der ersten Runde schon gewonnen. Vielleicht, weil viele Leute ein Strike-Out kassiert haben oder so. Weil, wenn nicht so viele Leute auf dem Feld dann, also nicht mal verfügbar sind. Also die halt komplett rausgeflogen sind oder so. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Aber es war sogar übelst die kurze Folge diesmal gewesen. Also das war schon krass, ne? Aber ja gut, wir machen trotzdem Schluss für heute. Wir haben das ja durch, alles komplett mit Training und jetzt die Runde. Das ging sogar voll schnell. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn ihr das kurze Projekt aber feiert, irgendwie mehr oder weniger. Aber wie gesagt, ich gebe mein Bestes, es wenigstens noch interessant zu gestalten, ne? Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Part in Wii Sports. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.